Herzlich willkommen zurück zu Metro 2033. Ja, und er ist hier noch am Verhandeln. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen! Gebt mir Deckung! Verdammt, ich hasse das so sehr. So, jetzt können wir schon mal die Waffe ziehen. Ja, voll vermummt. Ja, und wir gehen jetzt wieder, also das hier so sind die Punkte, wo man einkaufen kann und so, wo man sich ein bisschen erholen kann. Und hier draußen, da ist man dann auf sich selber gestellt wieder. Ja, Ladescreen. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, grunzte Bourbon. Willkommen zu Hause, Artyom. So, hier müssen wir wieder die Gasmaske aufsetzen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr richtig, wie ich den Filter wechsle, aber das werde ich dann schon bei gegebener Zeit rausfinden. So, hier gibt es natürlich auch einiges zu entdecken. Ich schaue mich erstmal hier um. Kann überall was rumliegen. So. Er hat da natürlich, da wo er steht, der Tote, der hat natürlich auch noch was. Ja, siehst du. Sagt er sogar noch. Ist auch wieder ein Hinweis, dass ich den Raum sorgfältig durchsuchen soll. So, gucken wir mal hier rein. Hier liegt auch noch was. So, mehr ist hier drin nicht. Aber ich habe doch so eine Erinnerung. Ja, sobald ich zu ihm dahin gehe, Nee, noch nicht. Ich muss hier noch reingucken. Hier ist aber auch nichts. So, dann können wir jetzt mal zu denen hier. Hier gibt es noch richtig viel. Ja, was er selber jetzt hatte, das hat er sich genommen. Und ich habe so das, Ach ja. Hier ist aber eine Sprengfalle. Hier sollten wir aufpassen. So, aber die können wir doch auch. Wo geht die lang? Ja, seht ihr schon hier, so mit Stacheln. Ne, die können wir nicht entschärfen. Ja, der haut ab. Aber hier finden wir noch was. Das ist eine nagelneue Maske. Nehmen wir mal die. Hier gibt es auch noch eine Kiste. Oh, mit sehr viel Zeug drin. Wunderbar. Ja, den Kanister hier kann ich leider nicht. Ja, das war jetzt so ein kleines Geheimnis. Oder, naja, vielleicht nicht Geheimnis. Da unten rennen sie schon. Man könnte ihn jetzt abschießen, aber das wäre Munitionsverschwendung. Ich glaube, der stirbt doch gar nicht. Weil das nicht vorgesehen ist vom Spiel. So, dann würde ich sagen, springe ich mal hier runter. Hab ein bisschen Schaden genommen, aber wir erholen uns ja. So, hier war natürlich nichts. Oder erhole ich mich nicht? Mal einen kurzen Moment warten. Also noch geht mein Herzschlag. Jetzt ist er vorbei. So, und hier gibt es jetzt auch gleich einen Skillpunkt. Das, und zwar muss man genau den folgen, immer bei ihm bleiben. Bis da vorne. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Sagt er dann auch. Und du bekommst meine AK, wie versprochen. So. Ja, jetzt hört er den. Das ist hier, glaube ich, so ein Fliegender. Versteck dich, Junge.
Ich achte aber jetzt nur auf ihn. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann krieche in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Das ist die tote Stadt. Oder war das hier noch gar nicht? Ja. Spring, ich fang dich auf. Ja, war ja wieder sowas von klar. Wir fallen runter in die scheiß Suppe. Ja, die ist nämlich alles, alles verseucht. Sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger-Versteck. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Gelben Schnee. Ja, hier dürfen wir natürlich nicht, wir können hier natürlich, ich weiß das nicht, hier irgendwo war hier, jetzt speichert er, vergessen Sie nicht, ja, das weiß ich. Man kann hier aber auch schnell runterfallen, das ist das Problem. Also irgendwo war hier noch eine Leiche gewesen. Ich gehe mal hier erst hoch. Na, komm. Na, genau. Ah ja, da sehen wir schon den Schatten. Hier fliegt irgendwo so ein großer Vogel. Oh, jetzt hat er mich angegriffen. Das sollte natürlich nicht passieren. Der muss da ja hier gelauert haben. So, noch geht unser Herz. Er schießt da hinten. Ah, lassen wir mal die eine Leiche. Das ist ja bloß eine. Wir können allerdings hier noch gucken. Gibt's nix im Auto? Nee. Ich will jetzt auch nicht zu oft von dem Vogel. Die sind nämlich sehr stark. Sehr, sehr stark. So, da kann ich euch aber auch mal unsere neue Schrot zeigen. Haben wir denn jetzt hier überhaupt Munition? Ja, mal nachladen. Sicherheitshalber. So. Schrot. Die muss auch erstmal nachgeladen werden. Ja, da muss man dauerhaft drücken, bis sie voll ist. 5 Schuss, genau. So. Hier haben wir auch noch was. So könnte man jetzt die Waffe wechseln, da wäre ich aber schön blöd. So. Hier ist dunkel. Ich weiß jetzt gar nicht, das Licht. Ja, so ging das Licht an. Müssen wir mal den Dynamo wieder. Das Licht auch stärker ist. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie ich für die Maske... Ich hoffe mal, da kommt noch ein Hinweis. Was war das? War nichts? Okay. Gehen wir mal hinter. Hier dürfte ein Vieh sein. So, gleich mal wieder nachladen. Muni. Der hatte noch eine Dings. Und den Filter da, kann ich den auch nehmen? Ne. Kann ich leider nicht. So, haben wir hier was? Nein. Dürften gleich noch ein paar Viecher kommen. Das sieht man nämlich, wenn man da
So, hier durch. Hier sieht man das jetzt. Da kommen sie. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mir hinterherkommen. Ah, hier liegt noch was. Und eine Maske. Ne, kommen sie nicht. Man kann natürlich zurückgehen, die Una umbringen, aber bringt ja jetzt so nichts. So, ich gucke erstmal hier. Hier komme ich nicht rein. Ja, jetzt fängt er schon langsam an zu sappern. Bolt, das fiel mir doch von hinten. Mal gleich nachladen. Aber für die brauchte ich jetzt schon 3 Schuss. War das doch einer von... Jetzt speichert er. Sehr schön. Ja, und das sind immer diese Visionen, die er auch hat. Hier können wir nicht rein. Aber hier... Oh. Jetzt hört er hier die ganzen Stimmen, die hier mal wahrscheinlich gearbeitet haben. Gibt's denn hier gar nichts? Ah, Toilette. So. Ja, hier können wir runterschauen. Da unten waren wir vorhin. Ich denke mal, das auch gleich wieder... Oh, ich bin schon im roten Bereich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich... Ich guck mal eben, ob das hier irgendwo steht. Steuerung, Controller. So... Ne, da kann man ja nicht viel sehen. Oh, die Empfindlichkeit könnten wir mal ein kleines Stück höher machen. Hier könnte man noch umkehren, aber es war ja richtig. Ja, das sehe ich jetzt leider nicht. Das muss ich alleine herausfinden. Aber ich glaube... Nein! Wie war denn das mit dem... Nee, das auch nicht. Ah, Entschuldigung, Leute, dass ich das jetzt nicht weiß, aber... Steckt doch weg, das Ding. So. Aber jetzt atme ich wieder normal. Ja, vielleicht hat er gleich einen Filter ausgewechselt. Ja, kann. Ja, das kann sein, ja. Na gut, dann muss ich das wohl so machen, wenn es nicht anders geht. So, kann ich den öffnen, den Schrank? Nein. Müssen wir hier weiter. Ja, hier gibt's wohl auch nichts. Leere Büroräume, außer hier. Hier gibt's was. So. Waffe wollen wir nicht wechseln. So. Ach, ich glaube, jetzt kommt auch gleich schon die eine Stelle, die ich meinte, wo das, was ist denn das da? Pfeilspitze? Ach nee, ich soll hier rein. Okay. Na, seht ihr, also so kleine Hinweise hat man dann auch auf der Erde gemalt. Ich dachte jetzt, ah, da hört man schon wieder welche. Ich dachte jetzt, ich soll, nee, die Waffe wechseln möchte ich nicht. Aber ich würde gern hier noch... Die Filter kann ich nicht mitnehmen, dann habe ich wahrscheinlich, voll. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Muss ich hier hochspringen?
Kiste kann ich auch nicht kaputt schießen. Soll ich hier aus dem Fenster? Ah, da draußen sind Viecher. Ne, hier muss ich nicht lang. Hier ist auch zu. Ah, hier, noch weiter runter. Da ist wieder der Pfeil an der Wand, seht ihr? Das soll jetzt der Hinweis sein, dass ich hier rein soll. Oh oh. Ja, die halten schon ganz schön was aus, muss ich schon sagen. Ich bleib erstmal hier drinne. Ich lade gleich wieder nach. Das ist, glaube ich, jetzt die Stelle. Oder ist das die noch nicht? Ah, doch, ich glaube. So, hier hat es auch einer nicht geschafft. Der hat allerdings nichts. Das könnten wir da hinten lang. Okay, ich gucke aber erstmal schnell, ob hier noch irgendwas ist. Oder hier draußen. Ne, Moment mal. Von hier sind wir doch gekommen. Jetzt sind wir wieder hier. Ach, jetzt haben wir uns einmal im Kreis gedreht, glaube ich. Hier waren wir ja schon. Das waren die Viecher, die vorhin hier lang gelaufen sind. Okay. Dann nochmal hier durch. Den Weg kannte ich jetzt aber auch noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin meistens immer gleich den richtigen Weg gegangen, aber da haben wir wenigstens noch ein Geheimnis gefunden. So, hier hinten ging es ja nicht weiter und speichert hat er jetzt auch nochmal. Das ist immer gut. So, hier hatten wir ja alles durchsucht. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt den richtigen Weg finde. Und nicht da. Das war dann nur ein Geheimnis. Also deuten diese Pfeile. In Wirklichkeit muss ich hier runter. Aber hier muss man wieder aufpassen. Da hinten seht ihr. Der ruft jetzt seine Freunde. Oh, 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 oh. Ach, du liebe Scheiße. Jetzt bin ich hier aus Versehen in die Suppe reingekommen. Können wir den ganzen Weg nochmal gehen? Ja, sowas kann natürlich auch passieren. Das muss ich mal überlegen. Wir müssten... Die warten jetzt natürlich da oben. Wie komme ich denn jetzt hier nochmal verdammt wieder hoch? Ja, man kann kurz das Wasser berühren. Ist jetzt auch nicht so schlimm, aber... Tja. Wo waren wir denn jetzt gewesen? Da drüben. Sind wir doch glatt runtergefallen. Ja, es tut mir jetzt leid, Leute, aber wie gesagt, ich habe das Spiel auch schon lange nicht gespielt und ich wollte jetzt einfach auch nicht verrecken. So, Schrot ist wieder voll. Gehen wir eben nochmal den Weg. Bisschen schneller, wenn es geht. So. Ey,
hier rein. Hier durch. Die lauern jetzt natürlich auf uns. Muss ich jetzt aufpassen. Ja, und ich fange auch schon wieder so an zu atmen. Und ich weiß immer noch nicht genau. Ach, hier sind wir runtergefallen. Wie ich den Filter wechsle. Hab ich echt vergessen. B ducke ich. Auf X macht er gar nichts. Hier zeigt er mir die Uhr. Na, vielleicht klappt es ja so wieder. Ah, er macht so. Er hat einen Filter gewechselt. Alles klar, okay. Dann ist das die gleiche Taste, mit der man die Maske abnimmt und aufsetzt. Nur, dass man sie kurz antippt. Uiei. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht begegnen. Und die sehen so was von scheiße aus. Ja, könnte ich einen Revolver wechseln. Mache ich aber nicht. Wäre ich ja auch schön dumm. So, haben wir hier noch was? Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum ich so viel Filter gekauft habe. Das ist einfach, damit ihr euch hier in Ruhe umschauen könnt. Und nichts vergesst. Ja, der ist im Stehen gestorben. Okay. So, ich weiß es nicht, komme ich hier rein? Ne, hier komme ich nicht rein. Aber hier, weil hier nämlich noch schön viel Zeug gibt. Ich staune, dass er den Filter nicht aufhebt. Also haben wir wahrscheinlich immer noch genug. Ja, ein paar Filter findet man hier. Aber das ist jetzt nicht die Welt. Das sind ein, zwei Filter vielleicht. Ach, jetzt kommt wieder... so eine Art Hallus oder so. Ah, jetzt speichert er das schon mal gut. Wir gehen mal hier rein. Gibt es bestimmt auch noch was. Genau. Hier wäre dann auch wieder ein Filter. Ja, hier hat einer wohl vor kurzem noch sich's gemütlich gemacht. Und irgendwie... wollte er vielleicht noch einen Tee trinken? Einen heißen. Und dann hat es ihn weggemetzelt. War hier eigentlich jetzt noch? Ja, man könnte das Licht jetzt hier ausschalten. Können wir ja mal machen. Oder anschalten. Ist eigentlich egal. Was steht hier? Ah, Russisch, ne? Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich hier mal einen kleinen Schnitt. Das ergibt sich gerade, weil ich weiß, wenn ich da zum Spielplatz gehe, darüber, da kommen dann glaube ich wieder Viecher. Das ist dann glaube ich auch da vorne die Stelle, wo ich damals andauernd verreckt bin, weil die mir meine Maske kaputt gemacht haben. Schrecklich, Leute. Ich hoffe mal, dass ich diesmal da schneller durchkomme. Und ja, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.